Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Oh yeah. Und leider befinden wir uns gerade in einer Mission, das heißt, ich muss mir ein Fahrzeug klauen. Und nach meinem GTA-Vorbild werde ich einfach mal das hier nehmen. Raus da! Und wir setzen uns mal einen Punkt hier hin, das ist gar nicht mehr so weit weg, ne? Ach ja, wir haben ja extra das IOC-Turm-Dingenskirchens da geholt. Weil wir es in der Nähe waren, ne? Ach, ich kann alles umfahren, außer den Baum, ne? Arschloch. Ich liebe es, Sachen umzufahren. Das haben die gut gemacht. Muss man schon sagen. Kann ich echt alles umfahren, was ich möchte. Ganzen Scheiß hier und das hier. Oh, ich liebe es, alles umzufahren. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wir die Mission zu Ende bringen. Und genauso können wir auch flüchten, indem wir einfach alle Lichter ausschalten für immer. Denn so viel Geld können die nicht haben, um das alles nachzuholen. Natürlich, Bäume kann man nicht kaputt hauen. Kein Problem. Ist der im Park? Ich hab geparkt. Alles gut. Ich glaube, hier haben wir doch einen gehackt, ne? Da war er gerade hier. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du mal so ernst, Aiden? Mein Gott! Wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So. Ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot. Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Noch einen? Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Armer Irrer. Armer Irrer. Okay. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Danke für den Tipp, Akt 1. Mission beendet. Skillpunkt erhalten. Yay. So, was haben wir hier eigentlich nochmal? Helikopter, ne? Das ist eine ganz gute Sache. Und jetzt holen wir mal unser Fahrzeug wieder. Ich vergesse jedes Mal, wie ich Tasten nicht drücken muss, ey. Okay, die Karre ist bereit und wartet schon auf dich. Perfekt. Ich danke dir. Viel besser als eure Scheiße hier, die ihr habt. Kauft euch diesen Sportflitzer an. Oh, haha.
Das gefällt dem Zero, das gefällt dem Zero. Dann mache ich ihn erstmal kaputt. So, nächstes Ziel ist also. Wir müssen das Ding noch hacken, ne? Gut, wir müssen den Bezirk erstmal ordentlich freischalten, bevor wir weitergehen, weil wir diesen Bezirk nämlich gleich verlassen werden. Juhu! Und das könnte mal wieder ein großer Akt werden, denn das letzte Mal war das ja auch recht arg, ne? Mit dem ganzen Bewachungspersonal, was da war. Lassen wir uns mal überraschen. Ich meine, das erste war mehr so ein Tutorial, ne? Wo uns erklärt wurde, wie wir wo was zu tun haben. Doch diesmal sind wir auf uns allein gestellt. Werden wir es schaffen? Das ist hier die Frage. Aber erstmal rase ich hier komplett falsch, weil ich doof bin. Gottes Willen, nein! Lass mich durch! Ich habe eine geile Karre. Geile Karren muss man zuerst vorlassen. Geht doch. Ein Kilometer? Pff, kein Problem. Ich fahre mindestens 20.000 Kilometer die Stunde. Bin ich doch gleich da. Ich frage mich tatsächlich, ob das wirklich richtig skaliert ist alles mit den Geschwindigkeiten und so, weil ich weiß nicht, für einen Kilometer braucht man doch eigentlich ein bisschen länger. Na gut, ich fahre auch wie ein Wahnsinniger. Theoretisch müsste es dann auch schneller gehen, logisch, klar. So, einmal hier quer durch. Und da wären wir. Können wir die Banken vorher ein bisschen Geld abzwacken? Nein, haben wir nicht. Aber wir sind noch gar nicht da. Wir sind ja noch gar nicht da. Ich gehe mal in unser unauffälliges Auto und dann... Oh, sorry. Aus dem Weg, Mädels. Zivil ist getötet. War nicht mein Problem. Hat er selber Schuld. So, wir müssen doch... Was hat er denn hier? Sicherheitsmitarbeiter bei Bloom. Geh jetzt! Tja, ich mach doch gar nichts, ich stehe hier nur rum. Wie kommen wir da erfolgreich rein? Das ist hier die Frage. Gibt's hier irgendwo Kameras oder so? Irgendwas, was ich verwenden kann? Hallöchen. Okay, so kommen wir auf jeden Fall rein. Gott, da ist einer. Schleichen wir uns mal hier erstmal hin. Okay, dann müssen wir uns umschauen. Was haben wir denn hier? Den können wir hacken, damit er ein bisschen gelähmt ist. Gibt's hier keine Kameras oder so? Besitzt versteckte Kamera. Schauen wir mal, was haben wir hier? Was können wir gegen die verwenden? Sprengen. Hier können wir so einiges sprengen. Würdest du dich bitte umdrehen, Kollege? Dreh dich mal bitte um. Was war das? Zeig mir nochmal deine Kamera. Okay, was können wir von hier aus machen? Oh, das wird gar nicht mal so einfach. Alter Schwede. Ich weiß echt nicht, wie wir hier durchkommen. Wir können von Typ zu Typ rasen. Einmal Hex.
Einfach mal random irgendwas aufgemacht. Das bringt uns aber irgendwie nur bedingt weiter. Denn eigentlich... Wow, was zum... Ah, Moment, gefickt. Da vorne ist was. Wie ist das denn passiert? Ich weiß es nicht, aber wir sollten mal alle mal hingehen und gucken. Das schmeckt mir nicht. Durchsucht das Gebiet. Alles sauber. Ich gehe da lang. Das gefällt mir nicht. Okay, die sind alle abgelenkt. Jetzt auch nichts zum Sprengen, ne? Fensterladen. Bleibt wachsam, nur für den Fall. Komisch. Hoffentlich wird keiner zu mir gehen, ey. Freut euch nicht zu früh. Oh mein Gott. Wir müssen anscheinend da hinten durchs Tor. Oder nein? Moment. Shit. Schalten den mal aus. Und dann gehen wir durchs Tor. Erstmal schön in Freiheit. Nein, ich habe kein Problem. Okay, jetzt sind wir erstmal frei. Aber ich habe da hinten doch ein Tor geöffnet, ne? Ich habe da hinten ein Tor geöffnet. Das heißt, theoretisch haben wir hier irgendwas aufgemacht. Das uns sicher weiterbringen wird. Ja, hier ist das Tor. Hier ist die andere Seite. Also wirklich, viel haben wir nicht gerissen. Wir sind nur auf der anderen Seite rausgekommen. Wo ist denn das Heckding des Kirchens? Moment, hacken? Ich muss den hacken? Das war's, mehr nicht? Oh Gott, das war scheiße. Schnappt ihn. Oh, das war scheiße. Oh Gott, bin ich blöd. Wir laufen hier einfach mal kurz raus und... Offenbar, das war's das. Nein, ich bin nicht in Bewegung. Warum explodiert hier alles? Ist hier ein anderer Fixer unterwegs? Der mich sabotieren will? Okay, wir schauen uns mal auf der anderen Seite um. Sie verlassen das Missionsgebiet? Ach, fuck. Erstmal schön alles umrennen. Also gut. Ich würde ja am liebsten die Mission neu anfangen, ey. Ziel sitzt in der Falle. Da kommt er nicht raus. Was meinst du? Ich bin hier frei. Ich bin im Freien. Was erzählst denn du? Von der Seite. Oh Gott. Okay, ich lass mich jetzt töten. Das haben wir übelst verkackt. Der Anfang war richtig gut, aber das Ende war ja mal katastrophal. Wir werden das jetzt professionell durchziehen. Oh, ich habe das so gut gemacht, ne? Und dann am Ende verkackt ohne Ende. Shit. Oh, shame on me. Wir machen das einfach nochmal, aber diesmal ein bisschen schlauer und Scheiße. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ich glaube, von hier aus haben wir eine gute Aussicht. Das könnte alles noch ein bisschen einfacher machen. Ist hier jemand? Das ist hier nur die Frage. Ich glaube nicht. Das ist unsere Mission.
oder? Nee, das ist hier. Nee, ich bin richtig, ich bin richtig. Alles gut. Wir nehmen uns mal die Kamera hier vor. Das sind unsere Leben. Nieder mit dem CTOS. Wir sind auf der Seite gelandet, ja? Okay. Ihr beobachtet uns? Wir kommen jetzt auf die andere Seite. Ah. Werden wir mal von Kamera zu Kamera laufen? Der Typ, ne? Perfekt. Holen wir uns mal die Kamera und schauen, wo müssen wir hin? Da nach unten. Ah, oh, wir müssen durch die Tür. Fuck. Werden wir von der eigenen Regierung beschattet? Einmal Hex, yeah. Wir brauchen eine Kamera mittendrin. Das ist ganz klar. Wir müssen den Typen hier wiederholen. Da. Der guckt doch gerade in die richtige Richtung. Da ist aber keine Kamera oder so, ne? Mist, ey. Können wir den Typen sprengen? Meine Daten gehören mir. Nein. Oh, das wird echt langsam kompliziert. Wir müssen also erstmal diese Typen loswerden. Hände weg von meinen Daten. Bevor wir irgendwie weitergehen, ja? Irgendeinen konnten wir doch sprengen. Ob es hier irgendwie vielleicht noch einen alternativen Gang gibt? Durch die Tür vielleicht? Nee, auch nicht. Ich möchte ungern in die Konfrontation gehen mit den Leuten. Es ist nicht meine Absicht. Okay, wir gehen mal hier in die Kamera und sprengen das. Ja, richtiger Weg, mein Freund. Nein! Oh, shit. Gott, hoffentlich sieht er mich nicht. Er guckt hier mich direkt an. Oh Gott, er hat mich direkt angeguckt. Aber wir können von hier aus direkt auch handeln. Ich habe echt bessere Probleme, die Finger wie dir. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist keine Demokratie. Na, was war denn das, mein Freund? Aufpassen! Ja, da wunderst du dich, wa? Da wunderst du dich! Wir brauchen die Kamera hier erstmal. Alles sauber, ich bin da. Sehr schön, sehr schön. Weh, du machst das zu. Hier ist alles sauber, ich suche woanders. Geh rein, verdammt! Dreck. Was bringen mir die Fensterläden? Alles sauber. Ich gehe da lang. Hier ist nichts. Ich gehe weit. Vielleicht solltest du da hinten hingehen zum Sprengen. Genau, da. Ja, das ist gut. Das ist noch näher, dann habe ich euch beide. Nichts. Ich suche woanders weiter. Ich habe hier nichts. Ich gehe da rüber. Hier ist niemand. Shit, ich habe nur einen erwischt. Serverraumzugang. Achso, den haben wir schon freigeschaltet, ne? Viele sind da auf jeden Fall nicht mehr. Na, ihr Kleinen, seid ihr ein bisschen verrückt geworden? Mach ich euch fertig? Ja, das mache ich. Einer von euch sollte reingehen und gucken, ob da alles in Ordnung ist. Vielleicht läuft er auch zum irgendeinen. Hier ist nichts zu Guck sehen. Mal da, das Tor bewegt sich von alleine. Siehst du das nicht? Oh, verdammt. Hier ist nichts, ich gehe weit. Alles sauber. Können wir hier irgendwas sprengen oder irgendwas noch? Nee, ne? Es sind nicht mehr viele.
So viel ist klar. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, ne? Bleibt schön wach. Der verflucht war da. Ich hätte schwören können. Shit. Ich hab's vermasselt. Nein. Oh Gott. Als ob ich die Tür öffnet. Shit. Oh, ich hab die Hunde zum Bellen gebracht. Nein, er wollte reingehen und nachgucken. Shit. Na gut, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir einmal und dann sehen wir, wie es morgen ausgeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.